Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bausimulator 2 in der Pocket Edition. Ihr habt mir so ein bisschen Feedback dagelassen, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt die Steuerung auf Euro umgestellt. Habt da gesagt, Kransteuerung soll wohl da besser sein, das andere wäre veraltet. Habe ich mal umgestellt zum Testen. Ich habe es noch nicht getestet, aber das machen wir dann im Let's Play. Kann ja nur besser werden, Leute. Kann ja nur besser werden. Was habe ich noch gemacht? Genau, die Fahrzeuge stehen jetzt hier am Shop, wollte ich schon sagen. Nee, bei unserer Firma oder an unserer Firma, damit das hier alles geordnet ist. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich mit einem neuen Auftrag starten. Genau, wir machen das. Ich habe schon einen ausgeguckt, jetzt hoffe ich, dass er noch da ist. Hier, kleines Haus mit Garage ist ein größerer Auftrag. Für diese brauchen wir wieder, für diese beiden Gartenarbeiten und liefere Erde aus dem Kiesberg bräuchten wir wieder ein Schüttguttransport oder so ähnlich. Und da, weiß ich nicht. Brauchen wir nicht. Machen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen ja irgendwie was mal schaffen. Bisschen Geld verdienen. Das heißt, wir nehmen diesen Auftrag an. Und dann schauen wir mal, was wir alles so, ja, fabrizieren können. Bringe einen geeigneten Bagger zur Baustelle. Machen wir erstmal Wegpunkt setzen. Und wir werden natürlich mit dem Cat dahin fahren. Schauen erstmal, ob das so funktioniert. Weil wir müssen hier auch schauen. Die Baustelle ist da. Wir müssen ja auch schauen, ob der überhaupt dafür vorgesehen ist. Oder ob der dafür zu läsch ist, was ich jetzt mal nicht glaube. Hätte ich ja eigentlich da die Fahrzeuge lassen können. Ist ja auch mal Ecke hier. Naja, okay. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, das ist ja das Gute. Natürlich sind wir jetzt heute wieder mit dem Bagger unterwegs, aber da können wir gleich mal die Steuerung ein bisschen testen. Es gab ein Update, und zwar, wenn man jetzt rechte Maustaste drückt, dass man nicht mehr direkt in dieses Menü da irgendwas kommt. Irgendwas war da ja mal. Ich weiß nicht mehr, was ich genau geöffnet habe. Irgendwas Nerviges. Da habe ich mich da auch drüber aufgeregt. Irgendwas war da, Leute. So, dann schauen wir doch mal. Wo brennt's denn hier? Hi, wir brauchen deine Hilfe auf der Baustelle. Wir haben auch jemanden angeheuert, der den Erdaushub übernehmen wird, um die Sache etwas leichter für deine Firma zu machen. Alles klar, danke. Dann mal an die Arbeit. Deine erste Aufgabe ist es, den Bereich auszubaggern, wo wir später das Fundament der Garage gießen wollen. Du musst aber nicht sehr tief baggern. Okay. Dann schauen wir mal. Jetzt ist wieder das... Ja, okay. Jetzt ist halt die Frage, wo es hin soll. Hier könnte der Kran dann hin. Müssen wir mal schauen, wie wir es am besten jetzt machen. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was ihr mir da zur Kransteuerung geschrieben habt. Ob das wirklich... Wir müssen wahrscheinlich versetzen, das ist klar. Mache ich erstmal hier. So. Und dann gucken wir doch mal. Funktionsmodus. Was ist das denn? Kranbereich? Ach so, dann können wir den aufbauen. Nee, das brauchen wir ja nicht. So, okay, dann schauen wir mal, wie wir das machen können. Ich mache noch einmal die Hilfe ein, um das Ganze zu testen jetzt. Ah, tatsächlich, ich glaube, die läuft ein bisschen flüssiger. Oh, ob ich ein Profi bin, weiß ich noch nicht so ganz. Glaube ich noch nicht. So, wir testen aber mal. Wollen nicht immer meckern. Ihr habt gesagt, ich habe in irgendeiner Folge so, habe ich mich aufgeregt. Dann habt ihr euch auch aufgeregt, weil ich mich aufrege, obwohl ich selber den Fehler gemacht habe. Ja, Leute, ihr wisst das ja, wie das in so einem Let's Play ist, ne? Es ist ja in dem Sinne live... Oh, es ist aber echt gefühlt schneller, ne? Wie das in so einem Let's Play ist, ist halt nichts rausgeschnitten. Und teilweise würde ich schon sagen, okay, ist noch, ja, vom Spiel Sachen drin, die nicht so cool sind. Aber ihr habt recht, ich mache durchaus Fehler. Ich glaube, das war mit dem Bagger irgendwie ins Loch gefahren. Da habe ich mich irgendwie aufgeregt. Was auch immer, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Das ist natürlich nicht so cool. Aber
habe ich einfach scheiße gearbeitet. Sage ich jetzt immer so. So kackendreist. Ja, aber ich habe, also ich habe auch das Gefühl, dass diese Störung besser ist. Jetzt also, natürlich muss man damit auch klarkommen, aber ich denke, dass wir das ganz gut hinbekommen, irgendwie. Und ich hoffe, das Game ist ganz kulant, Leute. Schön zur Seite. Wie sich das gehört. Und wir müssen es ja auch nicht so tief machen. Das wurde ja auch gesagt. Okay, ja. Heute nicht so tief. Du hast so oft gebaggert. Hoch mit dir. Oh. Übrigens, wir starten in Kürze so ein kleines Gewinnspiel auf unserer Facebook-Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gestartet habe bis zu dem Zeitpunkt. Also wenn ihr da Bock habt, wir verlosen ungefähr 5 Keys. Schaut da gerne einfach mal vorbei, falls ihr Interesse habt. Weil der eine oder andere ist sich da ja noch nicht sicher. Soll ich das Spiel kaufen? Soll ich es nicht kaufen? So. So, hier nochmal ein bisschen. Es gibt natürlich alles noch andere Kransteuerung gibt es auch noch. Ich glaube, weitere. Ich würde sagen, Kameraperspektiven gibt es noch weitere. Klar. All das wird es geben. Ja, fragt mich nie, was ich für eine Technik habe. Ich habe die irgendwie Technik. Ich weiß nicht. Also eigentlich keine, wenn ich ehrlich bin. Da. Kann ich gar nicht. Oder ist es optische? Oh, ich bin schon. Müsste ein bisschen höher, damit das so funktioniert. Okay. Aber vielleicht ist eine andere. Ja, das brauche ich eigentlich. So, statistisch ist die besser. Oh, ist die Kamera schneller. Probieren wir es mal in dieser. Ist das besser dann? Mal gucken. So. Gucken wir auch mal. Ist ja auch nicht. Schlecht ist die auch nicht. Die geht halt mit, ne? So, wo können wir denn noch irgendwie am besten. Am besten hinten. Da können wir dann noch gut was wegnehmen. Aber ihr seht ja den Fortschritt da. Ein bisschen müssen wir noch machen. Aber wir kommen ja auch. Wow, warum ist es so schnell? Hilfe. So, jetzt können wir ja eigentlich damit runter. Und dann. Ja, das hat auch schon mal ganz gut was gebracht. Zack, zack, zack. Ist ja auch nicht. Ist ganz lustig, wie die Kamera. So. Ich würde halt ganz gerne noch. Ein bisschen was wegnehmen. So. Ich glaube, das. Warte mal. F1 mache ich jetzt mal weg. Das ist echt. Das ist nicht so cool. So. Und am besten wäre es natürlich. Hier vorne. Direkt was wegzunehmen. Ja, da müssen wir höher. Da müssen wir höher ein bisschen. So, ein bisschen tiefer. Ich glaube, vom Winkel geht da noch was. Gucken. Ne, warte mal. So. Aber wir könnten da hinten nochmal was wegnehmen. Durchaus, Leute. So.
Es fehlt echt nicht mehr viel. Eigentlich so ein Shitgun, sagt man ja auch. Kann ich hier auch? Ah. Machen wir es doch zu der Seite besser. Gehen wir auf Nummer sicher. So. Ja, wir sind so gut wie fertig. Und dann ist aber echt mal Feierabend hier mit Baggern hier. Das ist ja eine Katastrophe. Wie oft wir baggern. Gefühlt jede Folge. Ja, ein Subunternehmer wird den Auszug fertigstellen. Bitte räume den markierten Bereich für ihn frei. Alles klar, machen wir. Jetzt habe ich einen Trick gesehen, irgendwie, wie einige das machen. Irgendwie Fahrzeug zurücksetzen. So und dann so. Tatsächlich, das ist ein Trick. Und wusste ich gar nicht. Bestimmt von der mobilen Version hat sich das einer abgeguckt da. Ich weiß gar nicht, bei wem ich das gesehen habe. 10.000 gibt es dafür schon mal. Wir parken unser Gerät hier mal erst an der Seite. Für den nächsten Abschnitt benötigst du frischen Beton. Denke daran, deinen Betonmischer im Kieswerk in Desert Springs zu befüllen. Gieße, ja. Wegpunkt setzen. Können wir machen. Machen wir erstmal hier hin. Haben wir Genehmigung dafür. Und dann können wir ja ganz einfach sagen. So, Betonmischer. Ja, und das gibt auch, glaube ich, ganz gut Asche. Das gibt auch ganz gut Asche. Das ist schon mal dann ganz gut. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Ich meine, das Kieswerk, ist das in diese Richtung gewesen? Wegpunkt setzen. Müsste eigentlich so sein. So. Ja, ist perfekt. Das ist doch perfekt. Ja, ich glaube, jetzt bin ich mal gespannt, was wir so für ein... Ah, jetzt ist schon wieder rot. Was wir so für diese Gießerei, Betongießerei bekommen. Ich weiß, die Preise wurden eben alle so angezeigt, aber da achte ich jetzt nicht so drauf. Je größer ist denn die Überraschung. Der Gesamtpreis lag so bei, glaube, 86.000 ungefähr. Vielleicht machen wir da noch ein paar Bonus. Das ist ja auch nicht schlecht. Ey Mann, ich hab's eilig. Ich glaube, das wird noch ganz cool. Gerade hat sich erstmal die Soundkulisse ein wenig verändert. Dieses Grillengeräusch. So, wir können gleich schon mal Licht anmachen. Da. Sicher ist sicher. Dann haben wir mal so ein bisschen Beton. Sü. Asphalt nicht. Ah, da war echt noch was drin. Das wird, glaube ich, gespeichert. Wir hatten ja echt nicht alles verbraucht letztes Mal. Wir machen mal full das Ganze. So, und dann wird das, glaube ich, gleich abgebucht. Ja, 7.300. Das hatte ich mir natürlich schon gedacht. Ja, aber ich mit dem Baggern, ich glaube, das hat, also, das hat ganz gut geklappt. Das muss ich wirklich sagen. Natürlich geht das immer besser, das wissen wir. So. Oh. Sorry. Es tut mir leid. Ja, und davon habe ich schon überlegt, ob wir da uns so einen Schüttgut-LKW von kaufen. Weil da habe ich gemerkt, den brauchen wir schon öfters. Ich glaube, das wird sich lohnen. Habe ich so. So eine Vermutung. Oder hoffe ich zumindest. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da als nächstes kaufen würdet. Wir müssen natürlich davon abhängig machen, was wir so in Zukunft für Aufträge bekommen oder die nächsten Aufträge, dass wir uns da so ein bisschen richten. Ah, wir müssen hier rüber. Ja. So.
jetzt müssen wir irgendwie rüberziehen. Wenn wir dann mal. Boah. Hat keiner gesehen, oder? Nein, hat keiner gesehen. Ist immer noch ein Spiel, Leute. Ist natürlich auch hier ein bisschen ärgerlich gewesen. Hätte man besser lösen können, aber okay. Hier gibt es, glaube ich, auch keine Blinker, deswegen reagiert der, kann der KI-Verkehr dann auch nicht reagieren. Deswegen, aber okay, das ist keine Entschuldigung. So. Und schauen wir doch mal, wo wir dann abkippen dürfen. Da ist es doch. Da steht der Bagger. So. Wo darf ich denn abkippen? Ich denke mal dann hier rein, ne? Das andere ist ja ist ausgehoben, aber ja, cool. Ja, Leute, ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zur neuen Folge. Tschüss!